Am 22. Juni versammelten sich 85 Liebhaberinnen und Liebhaber klassischer Automobile und Zweiräder aus dem ganzen Norden, um ihre Oldtimer auszufahren und zu präsentieren. Die Oldtimer Rallye am Fantechnikum hat sich zu einem wahren Highlight für Autofans entwickelt. Das Museum freut sich jedes Jahr auf die Veranstaltung. Wir wollen natürlich mit dieser Veranstaltung auch auf unsere Sammlung aufmerksam machen. Wir selber haben eine Oldtimer-Sammlung, 45 historische Vier- und Zweiräder, die wir ganz selten einfach zeigen können. Und das ist eine schöne Gelegenheit, die Community zusammenzubringen und unsere Sammlung auch zu präsentieren und da vielleicht auch Kontakte zu knüpfen. Volker May präsentiert heute seinen ganzen Stolz, einen Opel GT 1900. Er besitzt das Auto seit März 2023. Der Wagen wurde 1970 gebaut. Das Modell ist selten und in Top-Zustand. In dieser Qualität gibt es in Europa bloß noch ca. 100 bis 150 Stück. Die Liebe zu Borussia Mönchengladbach brachte Volker May und seinen Opel GT zusammen. Ich hatte YouTubes geguckt, hab die gesehen und hab denjenigen angerufen, der die restauriert. Hab ihn angerufen und er sagte, das, was du im Netz siehst, kannst du alles vergessen, weil das sind Deutsche und die sind meist vergammelt durch die Feuchtigkeit, die wir hatten hier. Die restaurieren zwei Stück vielleicht im Jahr, wenn überhaupt, und hat gesagt, du, 6 bis 8 Jahre kannst du warten. Pass auf, Reinhard Jägener, der den auch hier restauriert hat, möchte seinen verkaufen. Ruf ihn mal an, habe ich ihn angerufen und hat gesagt, pass auf, wir beide sind Borussia Mönchengladbach-Fans, du kriegst den, sonst will ich niemanden geben. Der Oldtimer hat viele Besonderheiten, nicht nur die berühmten Klappenscheinwerfer. Volker May ist auch persönlich eng mit dem Auto verbunden, es weckt Erinnerungen von damals. Es sind einfach für mich auch Erinnerungen an die Kindheit. Wenn du die Heizung anmachst, dann kommt so Duft hoch aus Leder und Wärme. Und das erinnert mich komplett an meinen Bruder. Und das fahre ich hier mit Gänsehaut durch die Gegend. Das ist so. Von April bis Oktober möchte Volker May seinen Wagen fahren. Für ihn und seine Freundin ist es Entspannung und Lebensgefühl pur. Für Volker May geht es jetzt nach Pöhl, das Lebensgefühl auskosten.